Maskenpflicht. Wir sehen die Hälfte des Gesichtes nicht. Wir sehen die Hälfte der Mimik nicht. Wir wissen nicht, was steckt dahinter. Das ist schwierig, weil wir wollen ja Informationen von dem anderen. Wir wollen körpersprachliche Informationen und die werden uns plötzlich weggenommen. Das kann schon ganz schön verunsichern. Deswegen mag ich Webinare oder Videokonferenzen so gerne, weil wir da keine Maske brauchen. Wir können so sein, wie wir sind. Und wenn du die evolutionären Trigger kennenlernen willst, die wir brauchen, um bei dem anderen ein Gefühl zu vermitteln, wir sitzen mit dir an einem Tisch, also dass nicht diese Distanz, Monitor, Kamera da ist. Wenn du das wissen willst, dann hol dir meinen Online-Kurs mit 23 Videos. Souverän auftreten in Videokonferenzen. Da habe ich alles verpackt, was du brauchst. Ohne Maske und face-to-face mit dem anderen. Und man fühlt sich trotzdem so, als würde man gemeinsam an einem Tisch sitzen. Ich bin Yvonne de Barck, ich bin Schauspielerin und Körpersprachetrainerin. Und für mich ist es genauso eine Katastrophe wie für alle anderen, wenn ich die Mimik nicht sehen kann, weil da sind so viele versteckte Signale. Es gibt aber Mittel und Wege, wie wir uns behelfen können. Und daran werden wir uns gewöhnen müssen. Und ich bitte euch, nehmt die Maske nicht ab, nur um die Körpersprache des anderen zu sehen, sondern behaltet sie bitte auf in den Situationen, in denen es vorgegeben ist. Okay? Es fehlt dieser ganze Bereich. Wir sehen nicht, lächelt der andere oder schaut er böse. Deswegen habe ich eine kleine Übung für euch, ob ihr anhand der Augen, nur wenn ihr die Augenpartie seht, ob ihr daran schon erkennt, welche Emotionen da verborgen sein könnte. Um es klar auszudrücken, wie ist der Mund dazu geformt? Wie sieht das ganze Gesicht aus? Ich werde jetzt die Maske aufsetzen und du siehst nur die Augen. Und dann kannst du dir überlegen, wie könnte der Mund dazu aussehen? Du kannst sagen, okay, sie lacht, sie ist wütend, verbissen, zusammengepresste Lippen, verzogene Lippen. Das kannst du dir alles überlegen. Ja? Und dann weißt du, wie gut du Körpersprache lesen kannst, ohne den Mund dabei zu sehen. Am besten, du machst gleich mit deinem Mund mit, also schneidest die Grimasse oder versuchst, die Emotion nachzumachen, die du denkst, die du in meinen Augen siehst. Jetzt geht's los. Aber siehst du, wie schwer das ist, die Mimik zu lesen, wenn uns dieser ganze Bereich hier fehlt? Deswegen solltest du unbedingt auf den ganzen Körper achten. Dazu mache ich noch ein anderes Video in aller Ausführlichkeit. Jetzt aber schon mal der Tipp, achte darauf, macht er sich eher zu oder hat er eine offene Körpersprache? Das kann schon viel erzählen darüber, wie er sich wirklich fühlt. Wenn du deutlicher kommunizieren willst, trotz Maske, dann rate ich dir, benutze mehr Gesten. Ich mache jetzt demnächst ein Video, da kannst du lernen, wie du dich traust zu gestikulieren und wie du Gesten für dich einsetzen kannst, die das, was du sagst, komplett super unterstreichen und du kannst die Maske dabei aufbehalten, solltest du ja sowieso. Wir sehen leider das Lächeln nicht unter der Maske und deswegen mein Tipp, wenn du lächelst unter der Maske, dann zieh die Mundwinkel so weit nach oben, wie du kannst. Ja? Das zeigt sich dann nämlich in den Augen. Das ist das wenige Lächeln. Und jetzt das andere. So, das ist das Strahlen über alle Backen. Wir brauchen ein bisschen Lächeln in dieser Zeit.
Und wenn du es nicht schaffst, die ganze Zeit wie ein Honigkuchenpferd strahlend und grinsend durch die Gegend zu laufen, trotzdem aber sympathisch wirken möchtest, dann habe ich eine Notlösung für dich. Besuch mich gerne auf Instagram, Facebook, LinkedIn, Xing. Ich bin überall zu finden und ich würde mich freuen, wenn wir uns connecten würden. Ich habe noch viel zu erzählen, was wir jetzt an der Körpersprache lesen können. Tschüss, bis zum nächsten Mal und bleib gesund. Deine Yvonne de Barck.